So. Danke. Ihr seid also zurück aus der Wildnis. Hattet ihr Erfolg? Gut. Die Magier des Zirkels haben alles vorbereitet. Jetzt, wo wir das Blut haben, können wir sofort mit dem Beitritt beginnen. Beim Turm war eine Frau und ihre Mutter hatte die Schriftrollen. Sie waren beide ziemlich seltsam. Gehören sie zum wilden Volk? Das denke ich nicht. Sie sind vielleicht Apostatinnen, Magierinnen, die sich vor der Kirche verstecken. Ich weiß, dass du ein Templer warst, Alistair. Aber die Angelegenheiten der Kirche gehen uns nichts an. Wir haben die Schriftrollen, also konzentrieren wir uns jetzt auf den Beitritt. Ich will euch nichts vormachen. Wir grauen Wächter bezahlen einen hohen Preis, um das zu werden, was wir sind. Das Schicksal entscheidet, ob ihr den Preis erst später oder schon jetzt bezahlt. Es wäre schön, wenn diese Geheimnistuerei überflüssig wäre und alle die Notwendigkeit eines solchen Opfers verstünden. Aber leider wird das niemals so sein. Dann mal los. Ich brenne darauf, mir diesen Beitritt jetzt anzusehen. Ich stimme zu. Bringen wir es hinter uns. Dann lasst uns beginnen. Alistair, bring sie zum alten Tempel. Mein Gott, wir werden sterben. Oh, ho, ho, ho. Sonst wäre es wie so ein Geheimnis. Je mehr ich über diesen Beitritt höre, desto weniger gefällt er mir. Fangt ihr schon wieder an zu flennen? Was sollen all diese verdammten Tests? Habe ich mir meinen Platz nicht schon längst verdient? Vielleicht ist es so Tradition. Vielleicht wollen sie euch nur ärgern. Ich weiß nur, dass meine Frau in High Ever ist und ein Kind erwartet. Wenn sie mich vorgewarnt hätten. Es ist einfach nicht fair. Wärt ihr hergekommen, wenn sie euch gewarnt hätten? Vielleicht haben sie es genau aus diesem Grund nicht getan. Die Wächter tun, was sie tun müssen, richtig? Und dazu gehört auch, uns zu opfern? Ich würde noch weit mehr opfern, wenn ich wüsste, dass es die Verderbnis aufhält. Ihr habt die dunkle Brut gesehen, Sir Ritter. Würdet ihr nicht sterben, um eure hübsche Frau vor ihr zu retten? Ich... Vielleicht sterbt ihr. Vielleicht sterben wir alle. Aber wenn niemand die dunkle Brut aufhält, sterben wir mit Sicherheit. Ich bin nur noch nie auf einen Gegner getroffen, den ich nicht mit dem Schwert bekämpfen konnte. Lasst uns also mit dem Beitritt beginnen. Die Grauen Wächter wurden während der ersten Verderbnis gegründet, als die Menschheit am Rande der Vernichtung stand. Und es begab sich, dass die ersten Grauen Wächter vom Blut der dunklen Brut tranken und ihre Verderbtheit überwanden. Wir sollen das Blut dieser Kreaturen trinken? So wie es die ersten Grauen Wächter vor uns getan haben und wie wir es vor euch getan haben, das ist die Quelle unserer Kraft und unser Weg zum Sieg. Diejenigen, die den Beitritt überleben, werden immun gegen die Verderbtheit. Wir können sie in der dunklen Brut spüren und nutzen sie, um den Erzdämon zu vernichten. Nicht alle, die das Blut trinken, überleben. Und die, die es schaffen, werden nie wieder die sein, die sie vorher waren. Deshalb ist der Beitritt ein Geheimnis. Das ist der Preis, den wir bezahlen. Vor dem Beitritt werden nur wenige Worte gesprochen, aber es sind die gleichen, die auch beim allerersten Ritual gesprochen wurden. Alistair, bitte. Tretet uns bei, Brüder und Schwestern. Kommt zu uns in den Schatten, wo wir wachsam warten. Tretet uns bei und tragt mit uns die Bürde, die getragen werden muss. Und solltet ihr fallen, wisset, dass euer Opfer nicht vergessen wird. Und dass wir eines Tages zu euch kommen werden. Davith, tritt vor.
Beim Erbauer! Es tut mir leid, Devil. Tritt vor, Jory. Aber ich habe eine Frau, ein Kind. Es hätte gibt ich gewusst. Kein zurück. Nein, das ist zu viel verlangt. Daran ist nichts Ehrenhaftes. Es tut mir leid. Aber der Beitritt ist noch nicht abgeschlossen. Du wirst aufgefordert, dich der Verderbtheit für ein höheres Ziel auszuliefern. Von diesem Moment an bist du ein grauer Wächter. Es ist vollbracht. Willkommen. Zwei weitere, die wir verloren haben. Bei meinem Beitritt ist nur einer gestorben, aber es war grauenhaft. Ich bin froh, dass es zumindest eine von euch geschafft hat. Wie fühlst du dich? Jory war gewarnt, dass es kein Zurück gibt, so wie ihr alle. Und als er nach seinem Schwert greifen wollte, ließ er mir keine Wahl. Es hat mir kein Vergnügen bereitet, seinem Leben ein Ende zu setzen. Aber die Verderbnis fordert Opfer von uns allen. Ich bin dankbar, dass du hier stehst als Beweis, dass sie nicht alle umsonst waren. Habt ihr geträumt? Nach meinem Beitritt hatte ich schreckliche Träume. Solche Träume kommen, wenn du anfängst, die dunkle Brut zu spüren, so wie wir alle. Wir werden es dir ebenso wie vieles andere auch in den kommenden Monaten erklären. Bevor ich es vergesse, euer Beitritt umfasst noch eine letzte Aufgabe. Wir nehmen ein wenig von diesem Blut und füllen es in ein Amulett. So haben wir etwas, das uns an die erinnert, die es nicht so weit geschafft haben. Nimm dir Zeit. Sobald du bereit bist, möchte ich, dass du mich zu einem Treffen mit dem König begleitest. Der König will die Strategie für die kommende Schlacht festlegen. Ich bin mir nicht sicher, warum er auf deine Anwesenheit bestanden hat. Das Treffen findet westlich von hier statt, die Treppe hinunter. Komm bitte dorthin, sobald du soweit bist. Ja, das heißt also, entweder du trinkst oder du stirbst, indem du umgebracht wirst. Ja, okay. Gut, dass wir getrunken haben, wa? Moment, erstmal die Stufe aufsteigen. Geschicklichkeit. Und nochmal Klugheit. Ah, wir haben sogar jetzt einen Punkt mehr. Okay, dann nehmen wir noch Konstitution. Können wir da nicht noch einen? Ja, Level 8. Okay. Und Verkampf, Kampfbewegung, zwei Handwaffen. Wir nehmen den festhaltenden Schuss und werden dann mal gucken, dass wir, ja, genau. Entschuldigung. So. Dass wir jetzt sozusagen, die Waffen wechseln. Noch schnell. Dass wir jetzt sozusagen, ja, doch, bin richtig, von, unseren also Nahkampfwaffen jetzt uns verabschieden. Aber nicht ganz und gar, weil wir können wechseln. Wir haben sozusagen mehrere Sets, die wir jetzt machen können. Ach, wollte ich doch gar nicht. Und das werden wir jetzt auch tun. Wir gehen jetzt erstmal auf Waffen wechseln. Und da haben wir zum Beispiel jetzt den Bogen. Okay, jetzt haben wir den Kurzbogen. Wir können aber gucken, ob wir irgendwo noch einen gescheiten Bogen haben. Bogen der Wildnis? Der zum Beispiel wäre jetzt schon besser.
Sogar der wäre besser. Etwas. Der ist gleich. Der ist wohl noch besser. Feuerbolzen. Ich habe viel zu viel Zeug. Wir nehmen jetzt aber den Dale-Schlankbogen. Das ist der, den wir bekommen hatten. So. Wir haben auch ein paar neue Sachen bekommen. Die aber jetzt nicht unbedingt besser sind als die, die wir bereits haben. Da muss man halt immer so ein bisschen gucken und abwägen, was halt wichtiger ist, weil jetzt auch verschiedene Attribute dabei sind. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier haben 3,99 Rüstung, würde aber dafür Eingeschicklichkeit verlieren und deswegen ist mir diese Eingeschicklichkeit ist mir aber lieber als jetzt diese 0,99 da. Trotzdem bleibe ich bei Geschicklichkeit, auch wenn es 1,25 mehr ist. Die Chasen-Robe ist für uns eigentlich ziemlich uninteressant, da die eher mehr so für die Magier sind. Aber wir nehmen diese hässliche Mütze. Man sieht jetzt doof aus. Aber naja. Also wenn wir jetzt das alte behalten, was wir haben, diese geerbte Halskette haben mit 10% Geistesresistenz. Aber die Konstitution ist auch wichtig. Deswegen, ich denke mal, ich werde das gegen den Eid des Wächters austauschen. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ach komm, wir nehmen den Eid des Wächters. So, wir behalten aber die geerbte Halskette. Also die geben wir nicht her. Heldresistenz. Jede Menge neue Sachen. Also ein Heiltrinken kann man nie genug haben. Niemals. Das geht nicht. Das ist immer zu wenig, egal wie. Die können wir später verkaufen. Ach genau, das haben wir noch gar nicht gehabt. Können wir uns... Das sieht so doof aus mit dieser Mütze, aber können wir jetzt leider nichts machen gerade. Ich guck gerade, ob ich dieses... Ah. Bei den Leichnamen in der Krokari-Wildnis hast du den letzten Willen und das Testament eines Mannes namens Rigby gefunden. Finde die Schatulle, die ihn seinen letzten Willen erwähnt, und bringe sie nach Redcliff. Ach, verdammt, wir haben was vergessen. Hoffentlich können wir jetzt in der Krokari-Wildnis noch gucken gehen. Bevor mir... Ich guck grad. Ah. An dem, der auch immer diese Zeilen findet. Dies ist der letzte Wille und das Testament des Missionars Rigby. Stolzer verkündet das Wort des Erbauers. Ich bin in die Wildnis gekommen, um den Gesang zu predigen, aber ich fürchte, ich werde hier durch die Hand der dunklen Brut sterben. All meinen Habseligkeiten vermachte ich meine Gemahlin Jetta. Sollte der Finder diese Zeilen mildtätig sein, so kann er eine verschlossene Geldkassette vergraben in unserem Lager finden. Das ist in einer Tevinter-Ruine am westlichen Rande der Wildnis aufgeschlagen ist. Sie soll meine Frau in Redcliff überbracht und zwar immer noch versiegelt. Aha. Ich entschuldige mich bei meiner Frau und meinem Sohn dafür, dass meine Arbeit mich ihnen wegnimmt. Aber zumindest weiß ich, dass ich im Dienst des Erbauers mein Leben aushauchte. Aha, Rigby. Gut, wir müssen jetzt gucken, können wir jetzt eigentlich nochmal in die Krokari-Wildnis? Keine Ahnung.
Aber ich denke mal, das werden wir jetzt auch heute nicht mehr so erfahren. Oder zumindest ich werde es heute nicht mehr erfahren. Ich weiß nicht, wann man sich das anguckt oder wer sich das jetzt anguckt, aber vielleicht ist diesen Zeitpunkt, wo ich dieses Video hochlade, ja, die nächsten schon gemacht worden. Auf jeden Fall bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und entschuldige mich für die langen Quatschereien der Leute. Es ist halt einfach so, dass ich mir gerne alles anhöre, was sie sagen. Und hinterlasst ruhig Kommentare, Daumen hoch, was ihr möchtet. Es ist eure Entscheidung. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Und ja, man sieht sich, hört sich. Ciao.